Was macht die Bundespolizei in Saudi-Arabien? Faktrecherchen ergaben, dass Dutzende deutscher Polizisten bereits seit Jahren in einem geheimen Einsatz saudische Sicherheitskräfte ausbilden. Saudische Sicherheitskräfte, von denen keiner voraussagen kann, gegen wen sie eingesetzt werden. Es geht bei dieser Wüstenmission aber vor allem um sehr viel Geld. Hier nochmal der Hintergrund. Große Geschäfte mit Saudi-Arabien. Der europäische Rüstungskonzern EADS baut rund um das Königreich eine moderne Berliner Mauer. Ein Milliardendeal, der nur zustande kam, weil deutsche Polizeibeamte gleich mitverkauft wurden. Das ergaben Faktrecherchen. Die Beamten erhalten Honorare von EADS. Ein Vorgang, der selbst bei den Beteiligten auf große Skepsis trifft. Aus meiner Sicht ist die Bundespolizei ein reiner Erfüllungsgehilfe von EADS. Berlin. Eine Woche nachdem Fakt das seltsame Geschäft ans Licht gebracht hat, Innenminister Friedrich soll sich vor dem Innenausschuss rechtfertigen. Doch statt Aufklärung gibt es nur Ausflüchte. Fühlen Sie sich als Parlamentarierin bis jetzt ausreichend informiert? Na, absolut nicht. Im Gegenteil, ich fühle mich eher desinformiert. Und die Verwirrung hält an. Denn die Regierung gibt bis heute nur zu, was seit dem letzten Faktbeitrag ohnehin schon bekannt ist. Die Bundesregierung mauert, die Parlamentarier sind ahnungslos, den Beamten wird verboten, über das Projekt zu reden. Grund genug also für unsere Reporter Sandro Poggendorf und Markus Weller, weiter zu recherchieren. Saudi-Arabien, 4. November 2009. Von einer Airbase starten Tornado-Kampfjets Richtung jemenitischer Grenze. Die Operation trägt den Namen Verbrannte Erde. Offiziell heißt es, man wolle die Grenzregion von Terroristen säubern. Der Angriff gilt den Angehörigen des Al-Houthi-Stammes. Sie stehen einer befestigten Grenze, wie sie die Saudis nun bauen wollen, ablehnend gegenüber. Doch nun schaffen die Saudis Fakten. Frauen, Kinder, Alte und Junge verlieren ihr Leben. Es ist der größte Luftangriff, den die saudische Luftwaffe je geflogen hat. Nach den Angriffen durchkämmen Truppen das Gebiet. Damit ist der Weg frei für die Hightech-Grenze des europäischen Rüstungskonzerns EADS. In einem internen Papier wird dieser Grenzabschnitt als Phase 0 bezeichnet. Gleichzeitig mitten in der Wüste Saudi-Arabiens, die Camps AA und Ashiba. Hier wird bereits an Phase 1 gearbeitet. Die Bundespolizei leistet die Ausbildung der Truppen an der EADS-Mauer. Der Luftangriff der Saudis wird von den deutschen Beamten mit gemischten Gefühlen verfolgt. Es gibt Gerüchte, dass auch von ihnen ausgebildete Offiziere an der Aktion beteiligt waren. Doch was die Männer wirklich machen, bleibt den Ausbildern verborgen. Das Handeln der saudischen Grenzoffiziere können wir nicht wirklich einschätzen, weil wir ja auch keinen Einfluss haben auf den saudischen Grenzschutz. Kein Einfluss auf die tatsächlichen Einsätze. Das gilt für hunderte Offiziere und Mannschaften, die von den Deutschen ausgebildet wurden. Geübt wird an der Grenze zum Irak. Hier hat EADS bereits auf 900 Kilometern eine gewaltige Grenzanlage aufgebaut. Eine moderne Berliner Mauer. Schutzzäune, Radaranlagen, Antipersonenbarrieren machen das Passieren des Geländes unmöglich. Alles wird in Echtzeit beobachtet durch Wärmebildkameras, Lasersensoren und Bodenradar. Feinste Technik von EADS. Laut deutschem Innenministerium werden ganz normale Grenzpolizisten ausgebildet. Doch wofür? Es gibt keinen Grenzverkehr, keine Übergänge. Und schon das Annähern an die Grenze ist eine Straftat. Wir bilden da nicht etwa aus, Fälschungsmerkmale für Dokumente und Pässe zu erkennen oder ähnliches. Wir bilden das Repertoire aus, Person nähert sich unerlaubt der Grenze, versucht zu überschreiten, ist festzustellen und ist dann sicher zur Dienststelle zu bringen, wo dann weitere Maßnahmen stattfinden. Doch das Ganze geht noch weiter. Tatsächlich werden die saudischen Truppen in Szenarien ausgebildet, die mit grenzpolizeilicher Arbeit nichts zu tun haben. Zum Beispiel das Besetzen und Durchsuchen von Häusern. Das beweist dieser Videofilm, der Fakt exklusiv vorliegt. Über festgenommene Personen entscheidet unter anderem ein saudischer Geheimdienstoffizier. Einfluss auf seine Entscheidungen hat die Bundespolizei nicht. In Saudi-Arabien gilt das islamische Recht, die Scharia. Die deutschen Beamten wissen, dass in dem Land öffentliche Hinrichtungen an der Tagesordnung sind. Doch diese grausige Realität wird von vielen Beteiligten verdrängt. Man hat ja das Problem, dass man mit dem Einsatz vom Kopf her so verbunden ist,
dass man ja dafür keine Zeit hat. Keine Zeit zum Nachdenken. In den Camps jagt ein Kurs den anderen. Auch bei Schulungen von Offizieren geht es kaum um grenzpolizeiliche Aufgaben wie Pass- und Gepäckkontrollen. Geschult wird zum Beispiel der Umgang mit sogenannten Großlagen, wie Demonstrationen und Aufständen. Das belegen Ausbildungsunterlagen, die faktexklusiv vorliegen. Auch andere Projektbeteiligte machen sich darüber zunehmend Sorgen. Es wurde bei Demos im März ganz klar gesagt, dass Demonstranten erschossen wurden. Man mag sich nicht vorstellen, was passiert, wenn die von deutschen Polizisten ausgebildeten Einheiten dann auch im Inneren vorgehen. Wie ist der Einsatz deutscher Beamter unter diesen Umständen politisch zu rechtfertigen? Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster hat als ehemaliger ranghoher Bundespolizist das Saudi-Arabien-Projekt mit in die Wege geleitet. Auch wenn er am Ende seines ersten Besuches an einer öffentlichen Hinrichtung teilnehmen musste, steht er nach wie vor zu dem Projekt. Ich verstehe, wenn dann Menschen sagen, da würde ich unter Umständen nicht hinfahren. Ich sage aber, wenn wir nur in Länder fahren, die unserem Rechtsstaatsprinzip perfekt gleichen, dann sind wir mit dem Thema sehr schnell durch. Für Armin Schuster werden Auslandseinsätze der Polizei immer wichtiger. Da geht man auch mal Kompromisse ein. Wenn Sie mit einem Land im Bereich der Terrorismusbekämpfung und der OK-Zusammenarbeit, organisierte Kriminalität, eine gute Beziehung pflegen wollen, dann müssen Sie auch investieren. Das ist politisch für mich das eine Hand wäscht die andere Prinzip. Unglaublich. Sogar ein Rundschreiben der Bundespolizisten spiegelt sich wieder, wie sehr man sich selbst nur als reinen Dienstleister begreift. Dort heißt es, Zitat, wichtig ist, was der Kunde will und nicht, was wir wollen oder gerne hätten. Der Kunde ist eben im wahrsten Sinne des Wortes König. Um den König nicht zu verschrecken, werden sogar die Ausbildungsunterlagen für die Saudis den Landesgepflogenheiten angepasst. Kurzerhand werden beim Thema Führungsgrundsätze provokante Inhalte wie, Zitat, in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat und Freiheitsgarantie für den Einzelnen ersatzlos gestrichen. Die Bundesregierung sieht jedoch in dieser Art der Partnerschaft kein Problem. So eng umrissen der Einsatz der Bundespolizisten in Saudi-Arabien ist, wie Herr Lörges ihn auch gerade dargestellt hat, so ist er vertretbar. Vertretbar? EADS baut eine Berliner Mauer um Saudi-Arabien. Deutsche Beamte bilden, bezahlt von dem Konzern, saudische Truppen in Techniken aus, die dazu verwendet werden können, die Opposition zu unterdrücken. Und das, um ein Regime zu stützen, das spätestens seit Beginn des Projektes Blut an den Händen hat. Für die Gewerkschaft der Polizei ist der Einsatz unter diesen Umständen nicht mehr tragbar. Als Konsequenz für diesen Einsatz muss man sagen, wenn das Unrechtssystem in Saudi-Arabien stützt, ist es genau der Punkt, wo man auch sagen muss, da muss die deutsche Polizei sich daraus zurückziehen. Für die Grünen steht der Wüsteneinsatz schon lange auf der Abschussliste. Hier wird in einer Diktatur, in einem rückständigen Regime Polizei insgesamt ausgebildet. Das darf nicht sein, das darf eine Demokratie wie die Bundesrepublik nicht tun. In der saudischen Wüste sinkt die Stimmung derweil rapide. Immer mehr Bundespolizisten haben moralische Bedenken. Das ist absolut nicht zu vertreten, dass deutsche Polizisten in einem Land, das mit Demokratie nichts am Hut hat, Militär oder Paramilitärs ausbilden.